Das neue Wohnzimmer in unserer Ausstellung ist aus fränkischer Elsbeere. Und in diesem Video wollen wir Ihnen zeigen, wie solche Möbel bei uns in Unterbrumbach entstehen. Von der ersten Idee bis zum fertigen Möbel, der HiFi-Anlage und dem Fernseher und dem Fototeam. Denn der ist in viralen Zeiten noch nötiger als sonst. Es gibt gerade nicht viel Laufkundschaft in Unterbrumbach. Das war meine erste Zeichnung, die Tobias Raum und Sophia Wagner ins Digitale verwandelten. Und was später von Julia Hölzel in der Werkstatt umgesetzt wurde. Bei der Herstellung und bei der Montage wurde Julia von unserem Auszubildenden Samuel Wittmann unterstützt. Beide haben dieses Möbel nicht nur perfekt verwirklicht, sondern auch aufgebaut. Ein nicht unerheblicher Aufwand war die Installation der großen Keramikplatte nebst Licht, nicht zuletzt, weil sie nur 4 mm dünn und damit leicht bruchgefährdet ist. In unserer Ausstellung stehen Küchen zum Kochen, also sollen auch die Wohnzimmer zum Wohnen einladen, wozu für viele Menschen ein Fernseher nötig ist, aber wohl für alle vor allem Musik. Unser Partner Günther Pillhofer von Studio 4 in Hersbruck hat uns neben dem Löwe-Fernseher auch in die digitale Musikwelt mit einem PowerNote-Digitalverstärker und Streamer von Blue aus geführt und mit den Standboxen für einen super Klang gesorgt. Unser Freund Peter Letari hat einen genialen schottischen Plattenspieler beigesteuert und alle Geräte können Sie bei uns zum Ausstellungspreis kaufen. Die Möbel zwar auch, aber da müssen Sie dann schon noch ein Jährchen drauf warten. Ute Danzer hat die Vitrine so dekoriert, wie sie auch bei Ihnen oder bei uns daheim aussehen könnte. Leider muss ich jetzt die notwendigen Flaschen zum Kochen immer holen und wieder an die gleiche Stelle zurückstellen, aber aktuell kommt das ja nicht mehr so häufig vor. Als alles fertig aufgebaut war, baten wir unsere Verwaltungschefin Nina Brunner, nochmal dieses Kultbild aus dem Jahr 2002 nachzustellen. Damals arbeitete sie gerade ein Jahr als Auszubildende bei uns und siehe da, man erkennt kaum Unterschiede. Jetzt bedanken wir uns bei allen Beteiligten und wünschen uns, dass die Zuschauer dieses Videos erkennen, dass ihr eigenes Möbel genau so oder auch ganz anders aussehen kann. Denn auch da entwerfen wir es völlig neu und unsere Kunden bekommen ein echtes Unikat. Rufen Sie uns an, als Mischbetrieb des Handwerks dürfen wir auch in dieser schwierigen Zeit für Sie, mit Ihnen und auch bei Ihnen arbeiten. Bleiben Sie gesund und denken Sie an uns. Bis bald!